Der Große wirkt ein wenig gekränkt. Stimmt was nicht mit ihm? Es ist kompliziert. Ich kann pfeifen und gleichzeitig Integrale mit mehreren Variablen im Kopf berechnen. Raus damit. Um es kurz zu machen, Caps Tod hat Hulk schwer getroffen. Moment, soll das heißen, der Große ist deprimiert? Instabil, verwirrt, nicht richtig bei der Sache. Okay, dann behalten wir die Lage im Auge. Wie sehe ich aus, Kleine? Präsentabel? Nein. Charmant? Du bist jetzt sauberer und du riechst viel besser. Autsch. Ich hatte auf einen besseren ersten Eindruck gehofft. Nein, nein, war schon ziemlich gut. Du hast viele Punkte bei der Nummer mit der Schrottrüstung gemacht. Dir hat unser Kennenlernen gefallen? Was muss passieren, dass es dir nicht gefällt? Tarleton und Monica wollten mich entführen. Hulk hat mich durch die Chimera gejagt und... Bruce hat mir Blut abgenommen, als ich bewusstlos war. Wichtige Lektion fürs Leben. Umgib dich mit Leuten mit niedrigen Erwartungen. Sehr witzig, ihr zwei. Sir, nur für den Fall. Ihr altes Zimmer ist noch intakt. Hier sieht's ja aus. So haben Sie's verlassen. Als ich auf der Ranch gelebt habe, hat es Jahre gedauert, bis ich nicht mehr laut mit dir geredet habe. Jarvis macht Kaffee, Jarvis leert den Abwassertank, Jarvis, wo sind meine Socken? Es freut mich, dass Sie ohne mich überlebt haben, Sir. Es ist schön, wieder da zu sein. Ich hatte doch hier eine Reserve. Jarvis, kannst du diese ganzen Memos für mich lesen? Und fang jetzt nicht mit regelmäßiger Wartung an. Ich weiß, dass du mich hörst. Siehst du? Kein Müll. Korrekt. Gewiss bewahren Sie hier noch viele andere Schätze auf. Sir, einige Vertreter unserer Freunde bei S.H.I.E.L.D. sind jetzt an Bord der Chimera. Agent Morales ist im Command Nest. Möglicherweise kann sie mit den Teilen für die Chimera helfen. Klasse. Ich freue mich, Sie zu treffen. Hey Avenger, ich habe eine Auf... Hallöchen. Ich habe gehört, S.H.I.E.L.D. ist im Haus. Ich bin Agent Alessandra Morales. Ab sofort bin ich Ihr Kontakt zu S.H.I.E.L.D. Falls Sie Kapazitäten frei haben, kommen Sie zu mir. Es gibt einiges zu tun. Schön, Sie kennenzulernen, Morales. Ich muss ein paar Teile finden, um das alte Mädchen hier flott zu machen. Vielleicht kann ich ja zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und nebenbei meinen alten Freunden von S.H.I.E.L.D. helfen. Gute Arbeit. Weiter so, dann kann ich wieder schlafen. Sir, ein neuer S.H.I.E.L.D.-Mitarbeiter ist zu uns gestoßen. Sie finden ihn im Gemeinschaftsbereich. Hallo Avenger. Sie wollen meine Kaffeesucht nicht finanzieren? Echt nicht? Agent Levine ist auf dem Hangardeck. Falls Sie kurz Zeit haben, kann er Ihnen vermutlich bei der Optimierung Ihrer Ausrüstung helfen.
hier drüben! Nichts diesmal? Auch okay. Sir, meine Wärmesignaturen-Scans haben zwei potenzielle Quellen für Initiatorkerne ausgemacht. Potenziell? Warum potenziell? Leider ist es wegen der AIM-Sicherheitssysteme nicht möglich, die tatsächliche Quelle der Wärmesignaturen auf diese Entfernung zu bestimmen. Noch ein Wort, das mir nicht gefällt. Okay, verdoppeln wir unsere Chancen. Bruce, Kamala, kommt zum Einsatztisch. Wir sind unterwegs. Okay, Leute, vor uns liegt Arbeit. Ach, hübscher Anzug. Touché. Wie können wir helfen? Jarvis hat zwei Wärmesignaturen gefunden, die Konzentrationen von Initiatorkernen sein könnten, aber sie sind an komplett verschiedenen Orten. Da die Zeit knapp ist, müssen wir uns um beide gleichzeitig kümmern. Bruce, du und Kamala, ihr sucht im Randbereich der Ödlande, während ich mir eine Stadt an der Ostküste vornehme. Hoffentlich finden wir an einem dieser Orte die Initiatorkerne. Wird gemacht. Jarvis, wie lange noch? Erreichen das Ziel in Kürze, Sir. Sehr gut. Wir müssen diese Initiatorkerne finden und die Reparatur fortsetzen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis AIM die Position der Chimera hat und dann muss unsere Operationsbasis einsatzbereit sein. Ach, Mann, sehe ich gut aus in der Rüstung. Sehr schick, Sir. Du hast recht. Moment, wo sind denn alle? Anscheinend hat AIM die Stadt wegen der hohen Inhuman-Aktivität evakuiert. Klingt wie eine Ausrede, mit gefährlicher Technologie zu experimentieren. Vielleicht hattest du mit den Wärmesignaturen recht. Ein Riesenhaufen Initiatorkerne könnte die Energie liefern. Die Anlage ist schwer bewacht. Rechnen Sie bei Ihrer Ankunft mit Widerstand. Ach, die freuen sich nicht, mich zu sehen? Schockierend. Dieser Ort ist eine Geisterstadt. Jarvis. Wo ist die Anlage? Einige Meter vor Ihnen, Sir. Feind identifiziert. Sonst jemand in der Nähe? Zivilisten? Die Evakuierung. Einer unserer Schildverbündeten in der Nähe könnte Hilfe gebrauchen. Talten ging es um saubere Energie. Aber ich wette, hier hatte Monika die Hand im Spiel? Sie regelt die Zuweisung von StarkTech innerhalb von AIM. Ah, Wette gewonnen. Da steht eine Truhe mit Ausrüstung in der Nähe. In der Nähe ihrer Position befindet sich eine besondere Feindeinheit. Sie hinterlässt vielleicht etwas Nützliches, wenn sie besiegt wird. Position steht eine Truhe mit Spezialressourcen.
Mehrere Feinde in der Nähe des Labors geortet. Nähern Sie sich vorsichtig. Tja, Jarvis, ein Feind ist erst dann einer, wenn er auf mich... Bringen Sie mich lange genug in Reichweite Ihrer Zugriffsverbindung, dann kommen wir rein. Halten Sie Aim auf Distanz, sonst sperren Sie uns irgendwann aus. Ich mache Fortschritte. Bleiben Sie in Reichweite der Verbindung und halten Sie Aim auf Distanz. Ich bin in die AIM-Sicherheitssysteme eingedrungen und meine verbesserten Messungen der Wärmesignaturen verorten die große konzentrierte Energiequelle in der Mitte des Gebäudes. Also keine Initiatorkerne? Das ist schwer zu sagen. Aber unser Eindringen hat AIM dazu gebracht, eine Selbstzerstörungssequenz einzuleiten. Und basierend auf der Größe der Wärmesignatur... Lass mich raten. Könnte es ein paar Blocks zerreißen? Das ist korrekt, Sir. Also, solange ich da bin, zerstört AIM nicht noch eine Stadt. Mal sehen, was der ganze Aufwand soll. Der Reaktorkontrollraum müsste am Ende dieses Ganges sein. Er ist mit Sicherheit gut geschützt. Keine Willkommensparade. Schon verstanden. Yeah!
Suchen Sie eine Truhe mit Ausrüstung in der Nähe. Die Zeit ist sehr knapp. Sieh dir das an. Ist das meine Schuld? Sie haben keine Zeit. Ja, gut. Weg hier. Türen ist. Ayn würde alles zerstören, um es zu verbergen. Oh nein, nicht gut. Gar nicht gut. Das ist meine Arc-Reaktor-Technologie, aber in riesig. Das hier macht Städte platt. Was denkt sich Ayn dabei? Oh, hallo mein Schöner. Sir, die Reaktoren werden zunehmend instabil. Sie müssen sie herunterfahren. Die Verstärker müssen weg, sonst können wir ihn nicht abschalten.
Sir. Und, war das so schwer? Den Arc-Reaktor erfolgreich zerstört. Ich hätte nicht erwartet, dass du jemals sowas sagst. Wir nehmen mit, was geht, und dann raus hier. Geht's Ihnen gut? Ja. Ja, nur, ich hatte für alles gute Gründe. Dachte ich wenigstens. Was ist passiert? Der Terrigen-Reaktor, A-Day? Das hier? Ich kann nicht steuern, was andere mit meiner Tech machen, aber ich bleibe dafür verantwortlich. Ich bin stolz auf Sie, Sir. Ja. Ich auf mich auch. Apropos Ärger. Bruce? Kamala? Habt ihr meine Zündkerzen? Sind in Arbeit. Tony, wir suchen seit Stunden. Einen Bereich habe ich bis jetzt vermieden. Wir kommen gleich hin. Er ist eine Brutstätte für AIM-Aktivität. Ich werde den Großen auspacken müssen. Okay, Kinder, ich zähle auf euch, dass ihr die zweite Wärmesignatur findet. Hoffentlich bringt sie uns viele Initiatorkerne. Es wird nicht mehr lange dauern, bis AIM die Chimera findet. Und ohne eine Operationsbasis, naja, haben wir kaum eine Chance. Also enttäuscht mich nicht. Und viel Glück. Das ist eine Menge Druck. Oh nein. Ja, unbedingt. Okay. Ich darf Mr. Stark nicht enttäuschen. Jarvis, wo soll ich anfangen? Die zweite Wärmesignatur besteht aus einigen verstreuten Punkten um ein großes Zentrum herum, was eine signifikante Konzentration potenzieller Initiatorkerne nahelegt. Das Ganze muss ein einziger Ort sein. Vielleicht ein Gebäude. Alles klar.